Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Warum soll man Sport treiben? In meiner Präsentation möchte ich mich mit dem Thema Warum soll man Sport treiben beschäftigen. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Ich bin schon seit vielen Jahren Treibsport zu Hause und kann diese jedem weiterempfehlen, weil die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio Geld kostet. Und auch Sportferien verlangen eine Gebühr von ihren Mitgliedern. Dieses Geld spare ich, wenn ich Sport zu Hause mache. Zu Hause Sport machen zum Abnehmen ist da jedoch kein Problem. Egal ob es regnet, schneit oder stürmt, zu Hause fühle ich mich immer warm und gemütlich. Also ich habe genug Erfahrung mit Sport treiben. In meinem Heimatland machen die Leute Sport gern. Alle Sportarten sind in Armenien gleichmäßig beliebt. Bei uns meistens Menschen entscheiden sich für Sport zu Hause treiben. Man braucht nur ein Handtuch, ein paar Sportschuhe und eine Sportmatte, mehr nicht. Jede Münze hat aber zwei Seiten, also es gibt ein paar Nachteile und auch Vorteile. Als Vorteil höre ich häufig das Argument, dass man durch regelmäßiges sportliches Training lässt sich das Körpergewicht senken. Also man kann gesund abnehmen durch Sport und auch werden unsere Knochen stark. Während einer sportlichen Belastung wird unsere Energie verstärkt. Sport ist meistens gut für die Gesundheit, aber eben nicht immer. Manchmal kann er sogar tödlich sein. Wer es so betreibt, riskiert damit im schlimmsten Fall sein Leben. Intensives Training kann dem Herzen schaden. Besonders belastend sind Ballsportarten, bei denen man häufig die Bewegungsrichtung wechseln oder springen muss. Zusammenfassend wollte ich sagen, dass das regelmäßige Sport das Immunsystem stärkt, aber zu viel Training tut weh und alles natürlich sehr individuell. Hängt ab von Alter und von den körperlichen Voraussetzungen. 30 Minuten pro Tag muss reichen. Jetzt möchte ich Schluss machen und mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.